Heute stehe ich in der Fußgängerzone in Stuttgart. Sie sehen die Bilder vielleicht auch im Hintergrund, wenn Sie Stuttgart kennen. Und neben mir steht dieses kleine Auto, ein Twizy, ein Elektroauto. Und diesen Twizy benutzen wir ein bisschen dazu, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und vorhin habe ich mit einer Frau, mit ihrem Kind gesprochen. Man gibt zu viel Preis über Facebook. Das ist, aber gut, mit Seelsorge wäre vielleicht das ein Unterschied, wenn man die Leute anspricht, weil eben so viele Menschen da drinnen sind. Ja? Aber ich könnte mir das jetzt nicht so vorstellen. Ich habe immer lieber etwas, wo ich einen Gegenüber habe, wo ich mit jemandem sprechen kann. Ja. Also ist für mich einfach schon besser. Sie ist sehr stark darauf eingegangen, was Seelsorge ist. Ne? Was ist Seelsorge überhaupt? Und sie benennt eben das Aufeinanderzugehen, das Miteinander ins Gespräch kommen, das sich Sorgen um den ganzen Menschen. Was ist Seelsorge überhaupt? Sich darüber Gedanken zu machen, das ist wichtig, nicht nur für uns als Kirche oder für uns als Priester oder Ordensleute, sondern auch für jeden einzelnen Menschen, weil jeder ja auch ein Stück weit Seelsorger und Seelsorgerin sein kann. Sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht tun Sie das einfach heute mal. Was ist für Sie Seelsorge und wo sind Sie seelsorglich aktiv? Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.